Wir sind wieder unterwegs. Wir fahren wieder nach Aßen, da wo es den Film aus dem Frühjahr auch gibt. Wir fahren zum dritten Mal nach Aßen und auf dieser Reise werden wir ein ganz besonderes Bauwerk uns ansehen, das nämlich nur über den Sommer geöffnet hat und wir waren bisher nur im Winter oder im frühen Frühjahr da. Lassen wir uns überraschen. Direkt am Ortsrand von Aßen finden wir Kastel Thuin Aßen. Das Wasserschloss aus dem 19. Jahrhundert wurde im Auftrag der Herzöge von Geldern erbaut. Schon davor standen an dieser Stelle erste Burgen. 32 Hektar voller Düfte und Farben. Einzigartige Gärten mit einem historischen Schlosshof. So empfängt uns der Schlossgarten von Aßen. Außer den zahlreichen Blütenerlebnissen, die man in den vielseitigen Gärten machen kann, gibt es auch Gelegenheit, an zahlreichen Aktivitäten teilzunehmen. Während der Sommersaison locken diverse Veranstaltungen. In den Schlossgärten von Aßen kann man stundenlang in über 15 verschiedene Gärten, Teichlandschaften und Wasserfällen grün genießen. Es gibt zahlreiche wunderschöne Stellen, die man von einer Parkbank aus betrachten kann. Mancher findet hier sicher auch Inspiration für den eigenen Garten. Das klassische Rosarium der Kastel Thuin Aßen wird von Wassergräben umgeben. Es sind symmetrisch angelegte Gärten mit jeweils eigenen Themen. Das Rosarium wird von einem Laubengang umgeben, Berko genannt. Berkos waren im 18. Jahrhundert sehr beliebt. Auf dem Berko befindet sich eine Aussichtsplattform, die einen Blick über das gesamte Rosarium ermöglicht. Der Berko der Schlossgärten von Aßen ist einer der wenigen Laubengänge der Niederlande, die in das Nationalregister monumentaler Bäume aufgenommen wurde. Die Rosengärten im Rosarium haben jeweils ein anderes Thema. Sie zeigen Kletterrosen, Ramplerrosen und Kleimbarrosen. Zur Blütezeit sind die Gärten ein richtiges Fest voller Farben und Düfte. Außer den Rosen stehen hier auch Stauden, Bäume und Sträucher. Wir gehen weiter und gelangen
an den Wasser- und Skulpturengarten. Zwischen sanft abfallenden Grashügeln liegen 7 Teiche. Der Betrachter erhält neue Einblicke und Eindrücke. Solitäre Baum- und Strauchgruppen geben dem Gelände Struktur. Für Liebhaber wurde hier eine besondere Kollektion Bäume und Sträucher angepflanzt. Verschiedene Bildhauer stellen heute ihre Skulpturen aus. An den Wassergarten schließt nahtlos der Berggarten an. Ein Spaziergang auf den schmalen Pfaden entlang der steilen Felswände, Höhlen, Bächen und tosenden Wasserfällen lohnt sich. Wir gelangen in den italienischen Bereich. Hier fühlen wir uns fast wie in Bella Italia. Durch Nutzung vieler immergrüner Koniferen und Verwendung von warmen Erdfarben entstand ein sehr stimmungsvoller Garten. Ein kleiner Tempel an einem abstrakten Teich und ein toskanischer Pavillon erregen unsere Aufmerksamkeit. Die in Form von Zypressen geschnittenen Koniferen
und die im Wind wiegenden Lavendelblumen und Kübelpflanzen geben dem Garten einen besonderen Charakter. Auch Gartenarchitektur aus dem fernen Asien ist hier zu bestaunen. Wir nähern uns dem japanischen Garten. Hier werden verschiedene Elemente aus der japanischen Gartenkultur miteinander kombiniert. Typisch für diesen Gartenstil sind die philosophischen Bedeutungen vieler dieser Gartenelemente. In diesem Garten finden wir Ahornbäume, japanischen Fächer-Ahorn, Bambus und Wasserelemente. Der kleine chinesische Garten hat durch die hängende weiße Maulbeere, die Rhododendren, Goldpfingstrosen und seine kleinen chinesischen Besonderheiten eine mystische Ausstrahlung. Einen Hauch von Südsee strahlt der Bambusgarten aus. Es werden immer mehr Sorten gefunden und gezüchtet. Der Bambuswald ist eine Kombination aus unterschiedlichen Bambussorten. Von der Bodenvegetation bis hin zu 7 Meter hohen Bambusgewächsen. Der Bambus zeigt das ganze Jahr hindurch den gleichen Anblick. Er kennt keine Jahreszeiten. Bambus strahlt eine dekorative Ruhe aus und raschelt mit den Blättern, sobald sich ein Wind regt. Dieser Tag mit seinen interessanten und entspannenden Momenten wird sicher lange in unserer Erinnerung bleiben.